Ein Reich erschaffen in Milliarden von Jahren. Ein Festival der Naturwunder. Staaten gebildet von Zellen, einfach oder komplex. Alles, was lebt, ist eng miteinander verwoben in einem Netz biochemischer Prozesse und weltweiter Ökosysteme. Dies sind die größten Entdeckungen in der Geschichte der Biologie. Im Lauf der Evolution entstanden die unterschiedlichsten Lebensformen. Doch alle haben sie eines gemeinsam: ihren Grundbaustein, die Zelle. Eine wundersame Welt, die sich dem Menschen erst durch das Mikroskop erschloss. Schon im frühen 16. Jahrhundert benutzte man in Europa einfache Mikroskope. Sie verzauberten betuchte Naturforscher, die damit den Kosmos des Winzigen erschlossen. 1665 betrachtete der englische Wissenschaftler Robert Hooke ein Korkscheibchen. Er sah, dass es kleine Kammern enthielt, die er Zellulae nannte. Zellen wie die kleinen Räume der Mönche. Hookes Beobachtung bereitete die Bühne für unsere erste große Entdeckung. Unsere nächste große Entdeckung wurde 1831 gemacht. Der schottische Botaniker Robert Brown untersuchte seine vielen Pflanzen, die er auf einer Reise nach Australien gesammelt hatte. Brown hatte einen ausgezeichneten Blick fürs Detail. Besonders eingehend studierte er die Pflanzenzellen. Als er sie unter dem Mikroskop untersuchte, fiel ihm etwas Interessantes auf. In jeder Zelle befand sich ein rundliches, halbtransparentes Körperchen. Er nannte es Nucleus, Kern. Nachdem der deutsche Physiologe Theodor Schwann von Browns Beobachtung hörte, begann er nach einer ähnlichen Struktur in den Zellen von Kaulquappen zu suchen. Mit Erfolg. In jeder Zelle befand sich ein Kern. Das war ein revolutionärer Durchbruch, der Beweis, dass jegliches Leben auf denselben Grundlagen beruhte. In diesem Buch beschreibt Schwann alle möglichen Zelltypen von verschiedenen Lebewesen. Er identifiziert sie nur anhand der Tatsache, dass sie Zellkerne enthalten. Erklären Sie doch mal, warum das eine große Entdeckung war. Wegen der Erkenntnis, dass in jedem Lebewesen dieselbe Zellstruktur existiert. Kerne gab es nicht nur bei Pflanzen, sondern auch bei Tieren. Es war der Beweis, dass das Pflanzen- und Tierreich Gemeinsamkeiten aufwiesen. Zum Beispiel eine Pflanzenzelle wie die der Wasserpest. Auch die haben wir hier vorbereitet und schauen wir uns jetzt unter dem Lichtmikroskop etwas genauer an. Ich fixiere also meine Wasserpest wieder auf dem Objektträger, muss sie abdecken und schon kann es losgehen. Eine Pflanzenzelle besitzt eine feste Zellwand. Bei ihr kann man auch abgegrenzt den Zellkern ganz gut erkennen. In ihm ist in Chromosomen verpackt das Erbmaterial. Die mit Flüssigkeit gefüllte Vakuole speichert Stoffe und erzeugt den Zelldruck, den Turgor. Der festigt den gesamten Pflanzenkörper. Typisch für eine Pflanzenzelle sind auch noch die Chloroplasten im Zytoplasma. In ihnen ist das grüne Chlorophyll gespeichert. Und in ihnen läuft auch die Photosynthese ab. Wasser und Kohlenstoffdioxid gelangen ins Blatt bis zu den Chloroplasten. Hier fängt der grüne Blattfarbstoff, das Chlorophyll, die Sonnenenergie ein.
Die Pflanze produziert so aus dem Wasser und dem Kohlenstoffdioxid mit Hilfe des Sonnenlichtes zunächst Glukose, also Traubenzucker, in dem die Energie der Sonne gespeichert ist. Sauerstoff fällt dabei als Abfallprodukt an. Der Traubenzucker dient der Pflanze als Betriebsstoff oder wird umgewandelt in Stärke oder Zellulose, ein Speicher- und Baustoff. Der Sauerstoff wird über die Spaltöffnungen des Blattes an die Luft abgegeben. Etwas anders dagegen schaut eine tierische Zelle aus, eine Zelle etwa unserer Mundschleimhaut. Und die haben wir hier schon mal vorbereitet. Wundern Sie sich nicht, wir haben sie eingefärbt, dadurch erhält man dann einen besseren Kontrast. Tierische Zellen haben keine Zellwand. Sie werden nur durch eine Membran abgegrenzt. Tierischen Zellen fehlt auch die Vakuole. Und ihnen fehlen, da sie ja nicht auf die Photosynthese angewiesen sind, auch die Chloroplasten mit dem Chlorophyll. Im Prinzip besitzen alle Tierzellen denselben Grundbauplan. Und auch alle Pflanzenzellen. Dennoch können die Zellen eines Lebewesens ganz unterschiedlich aussehen. Je nachdem, welche Aufgabe sie im Organismus haben, unterscheiden sie sich vor allem in ihrer Größe und in ihrer Gestalt. Gleichartige Zellen bilden ein Gewebe. Mehrere Gewebe zusammen wiederum bilden ein Organ wie die Haut oder aber auch unsere Knochen. Auch das Herz setzt sich aus verschiedenen Geweben zusammen oder die Leber oder auch die Lunge. Und alle diese Organe zusammen bilden einen Organismus. Dieser Organismus ist ein, meistens jedenfalls, funktionierendes System. Ein System, bei dem die einzelnen Organe zusammenwirken müssen und aufeinander angewiesen sind. Und wie ein Ökosystem ist auch ein Organismus ein offenes System, dem, soll er richtig funktionieren, Energie zugeführt werden muss. Die Zelle wird nach außen hin durch eine Membran begrenzt. Sie hält die Zellflüssigkeit und alle Organellen zusammen. Innerhalb befindet sich der Zellkern. Er enthält die Erbinformation und steuert alle biochemischen Prozesse. Als Transportsystem für die daran beteiligten Stoffe dient ein kanalartiges Labyrinth aus Membranen. An dessen Außenseite befinden sich die Orte der Eiweißsynthese. Werden Eiweißmoleküle außerhalb der Zelle benötigt, so werden diese in kleine Bläschen verpackt und aus der Zelle befördert. Hinzu kommen die Verdauungsorgane der Zelle und Organellen, in denen Zellgifte wie Alkohol zum Teil abgebaut werden. Schließlich die Kraftwerke der Zelle. Sie stellen Energie für Wachstum, Fortpflanzung und andere Aufgaben bereit. Die Zellen grüner Pflanzen enthalten zudem Chloroplasten. In ihnen findet die Photosynthese statt. So einheitlich der prinzipielle Aufbau einer Zelle auch ist, so vielfältig sind ihre Formen und Aufgaben. Ausgehend von der befruchteten Eizelle bilden sich durch wiederholte Teilung neue Zellen. Erst in einem späteren Stadium spezialisieren sich diese Zellen zu den rund 200 verschiedenen Zellarten, aus denen der Mensch besteht. Sie werden zu Muskelzellen, Nervenzellen, roten Blutkörperchen oder zu Zellen des Immunsystems.
Dass das Zusammenspiel der verschiedenen Zellen nicht auf Dauer funktioniert, zeigt der menschliche Alterungsprozess.